Merhaba sevgili genç kardeşlerim. Daha önceki videolarda Almanya'da ebe sıkıntısının doğulduğunu belirtmiştim. Bundan bir hafta önce Arte kanalında bu konuda bir belgesel yayınlanmış. Belgesel hakkında kısaca bilgi vermek istiyorum. Almanya kliniklerinde çok az ebe varmış. Çalışma şartlarının kötülüğünden dolayı mesleklerinden istifa ediyorlarmış. Birçok hamile kadının geri çevrilmek zorunda kaldığından bahsetmişler belgeselde. Ben tümünü izlemedim. Şimdi kısaca belgeselden bir bölüm göstermek istiyorum ki Maria Präsentin ist Hebamme, eine Arbeit, die sie maximal fordert. Komm nach vorne. Schichtdienst oft ohne eine Pause. Heike, die 5 wird gleich frei, ja? Dankeschön. Ich taste einmal, wie das Baby liegt. Immer weniger Frauen ergreifen diesen Beruf. Deshalb wird es in Deutschlands Kreissälen für die Hebammen immer stressiger. Das ist immer so, ne? Also man hat vielleicht mal Glück, dass man wieder ein bisschen schreiben kann. Dann piept es wieder irgendwo. Je weniger Hebammen im Dienst sind, desto schwieriger ist es, den Überblick zu behalten. Und desto häufiger ist die Gefahr, dass irgendwelche Notsituationen übersehen werden. Schwangere müssen abgewiesen, Kreissäle geschlossen werden. Eine Situation, die auch den Klinikchefs Sorgen bereitet. Es ist ein Desaster, das muss man schlicht und ergreifend so sagen. Erzähl mal. Katja macht Wohnzimmer 1 und Wohnzimmer 2. Nee, die mache ich ja. Dienstbeginn für Maria Präsentin. Die kann jetzt auf Station, die braucht nur eine Blutentnahme. Auf der Tafel stehen die Frauen, die derzeit im Kreissaal sind, und ihre Diagnose. In der Nacht sind 10 Geburten in 12 Stunden gewesen. 11 Kinder, weil 1 Zwillinge waren. Achso. Bevor man anfängt zu operieren, testet man auch noch mal. Ne? Man schneidet dann nicht einfach in den Bauch, sondern hat so eine kleine Pinzette, mit der man dich quasi so piekst. Und auch da merkst du dann, ob es weh tut oder nicht. Jetzt fangen sie an, okay? Du merkst das. Aber es sollte nicht wehtun. Du merkst Druck und Ruckeln und merkst, da ist irgendwie jemand an deinem Bauch. Ja. 10.28 Uhr. Gucken Sie mal hier einmal. Gucken Sie mal. Hallo Mama, hallo Papa, hier bin ich. Ihr geht's super, ne? Marianne, hast du sie? Guck mal, die ist aber süß, ne? Guck mal hier. Uzun bir belgesel olduğu için hepsini gösteremiyorum. İlginizi çektiyse aşağıda açıklamalar kısmında olan linkten belgesele ulaşıp hepsini izleyebilirsiniz. Hepinize kolay gelsin. Feyizli öğrenimler.